So, hallihallo, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Prison Architect mit mir, dem Manu. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Unsere ersten Gefangenen kommen. Die ersten Gefangenen, yay. Es hat jetzt 2 Folgen gedauert, um die ganze Grütze hier zu bauen. Ich habe mir auch ein bisschen Zeit gelassen. So, dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein. Jetzt kommt hier eine Wache, macht hier erstmal das Tor auf. Schwupps. Und dann werden die Gefangenen hier ausgeladen, werden da hingestellt und dürfen warten, bis die Wachen Zeit haben. Carrying Stuff Key. Ach nee, der will eine Mauer bauen, aber ich weiß nicht wo. Achso, da. Ja, die Wachen transportieren die jetzt in ihre Holding Cell. Wie ihr seht, es gibt hier diese grauen Felder, da sehen wir einfach nichts, weil gar keine Wache drin ist. Das nennt sich Fog of War. Deswegen, also ich lasse das immer gern an, weil das macht das Ganze so ein bisschen realistischer. Wo keine Wachen sind, sieht man auch nicht, was die Gefangenen gerade anstellen. Naja. Und insofern ist das auch ganz gut so. Hier wollte ich den Aufenthaltsraum noch reinbauen. Das können wir direkt erledigen. Common Room, das hier. Der kommt hier rein. So, dann Objects. Dann bauen wir denen hier mal ein paar Fernseher rein. Worum ist denn da vorne? Wieso schreit da einer? Egal. Wir bauen hier erstmal ein paar Fernseher rein, damit die sich hier so ein bisschen beschäftigen können. Paar Bücherregale für die Leute, die lesen wollen. Einen Billardtisch. Also, meinen Gefangenen geht es eigentlich nicht so schlecht. Was wir auch noch reinbauen können, ist ein Sofa, falls sich da ein paar Leute hinsetzen wollen. Und was auch noch ganz hilfreich ist, ist ja, sind ein paar Telefonzellen, damit sie ihre Familien anrufen können. Also man sieht jetzt, der steht jetzt quasi auf dem Fernseher und guckt fern. Also ist so ein bisschen komisch gemacht, aber naja. Hier drinnen wird irgendwie die ganze Zeit geschrien. Und ich sehe da drin nichts, das gefällt mir irgendwie nicht. Möchte ich mal kurz nachgucken, was da drin los ist. Da muss ich mir eine Wache schnappen und die reinlaufen lassen. Boah, hier drinnen ist nichts los. Alles klar. Die ersten Mahlzeiten sind nicht zubereitet. Die hatten doch vorher noch ein paar Töpfe auf dem Herd stehen. Naja, egal. Wahrscheinlich dadurch, dass ich das Regime geändert habe, hat sich das so ein bisschen verändert. So, der nervt mich jetzt so ein bisschen. Der soll jetzt da mal weggehen. Dann soll mal irgendjemand anders kommen und das bauen. So, Dankeschön. Ja, wie gesagt, ich bräuchte eigentlich mehr Wachen, weil ich sehe jetzt nicht, was die Gefangenen hier drin machen. Ich sehe nicht, was die Gefangenen hier drin machen oder in der Dusche. Ich habe jetzt eine Wache hier in der Kantine stehen und eine hier draußen. Naja, ist nicht so hilfreich. Ich warte aber noch, bis ich einen Accountant habe, damit ich sehe, wie viel Plus und Minus wir machen am Tag. Also das Geld wird uns jetzt relativ fix ausgehen. Wir müssen also schauen, dass wir relativ bald Schulungen abhalten können und den Leuten beibringen können, wie sie Sägen richtig benutzen, damit wir hier mal Holz verkaufen können. Das wäre schon mal ein Anfang. Was wir hier oben auch noch bauen müssen, ist ein, wo haben wir es denn? Stuff Room. Hier. Damit sich unsere Angestellten erholen können. Dafür brauchen wir. Ja, toll. Minimum Size 4x4. Ja, ist doch 4x4, oder? Ja, passt. Oder? 1, 2, 3, 4. Ja. Dann brauchen wir ein Sofa Chair Double. Das hier. Der erste Autosave. Interessant. Dann bauen wir hier mal noch einen Sessel hin und eine Drink Machine. So, dann hätten wir hier die Anforderungen auch erfüllt. Eigentlich sollte doch hier das jetzt. Ja.
Gut, passt, das ist akzeptiert. Ja, und dann, wie gesagt, das nächste Ziel ist dann Schulungen und hier auf jeden Fall der Workshop, damit wir Geld verdienen. Ach ja, ich könnte vielleicht mal ein bisschen schneller machen. So. Ja, ich nehme die Folgen übrigens gerade alle hintereinander auf, weil ja, ich habe gerade Platz auf der Festplatte und Zeit und deswegen nehme ich das jetzt einfach mal alles auf und dann stelle ich das rein. Eure Kommentare lese ich natürlich trotzdem, eure Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge werden dann halt in späteren Folgen einfließen. Also seid nicht so traurig, wenn wenn ich die jetzt nicht direkt umsetze. Das wird alles dann passieren, wenn ich die Kommentare gelesen habe. So, jetzt haben wir einen Psychologen, jetzt können wir also nachgucken, was die brauchen. Sie brauchen auf jeden Fall Schlaf, Essen und Sport. Sport. Ja, Sport machen sie normalerweise auf dem Yard. Tja, den wir jetzt gerade leider nicht haben. Wie könnte ich das denn machen? Ich könnte eigentlich rein theoretisch hier hinten ein Yard hinbauen. Ja, mach mal das doch mal. So. Dann bauen wir hier mal noch ein Loch rein, damit die Arbeiter hier durchkommen und überall bauen können. Also man kann die Tore auch selber per Rechtsklick aufmachen. Geht relativ einfach. Falls gerade keine Wache in der Nähe ist. Ich würde jetzt hier trotzdem gerne mal sehen, was hier drin so abgeht. Ja, nix. Sind alle ganz lieb und zutraulich. Gehen ab und an mal pinkeln und kacken. Ja, morgen kommen wieder 8 Gefangene. Das heißt, eigentlich bräuchten wir noch ein Bett. Weil wir haben jetzt 15. Und 8 plus 8 macht laut Adam Riese 16. Hier, raise your prisoner capacity to 15. To 15. Haben wir jetzt eigentlich. Allerdings muss das ein Zellenblock sein. Oh, da regt sich wohl einer auf. Ja. Ja, wir haben schon die erste Schlägerei hier. Das ging schnell. Okay, da ist nichts mehr los. Der ist jetzt under Lockdown. Ich bräuchte jetzt Prison Policy dringend. Prison Policy und Deployment. Dringend. Weil mit Prison Policy kann ich jetzt dann festlegen, dass die Leute, die Scheiße gebaut haben, nicht in die Einzelhaft müssen, sondern in die erstmal einfach nur unter Lockdown kommen. Das heißt, also Lockdown heißt dann halt, dass sie nur mit Handschellen irgendwo dann stehen. Da drin ist auch Blut. Warum ist hier drin Blut? Oder verblutet mir gerade der eine Gefangene? Ja, der verblutet mir gerade. Sehr gut. Das heißt, wir brauchen jetzt schon mal direkt Sanitäter. So, die kommen jetzt. Oh, Entschuldigung. Eieiei. Die kommen hier jetzt rein und kümmern sich jetzt erstmal um den Gefangenen. So, hier, one in Lockdown, one awaiting solitary confinement. Also das heißt, der wartet jetzt drauf, dass er in Einzelhaft kann. So, dann können wir hier mal den Zaun aufmachen. Und hier unten einen Yard hinsetzen.
Dann können sie Exercise machen, so viel sie wollen. Objects, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Tür braucht, aber ich glaube wahrscheinlich schon. Secure behind at least one door. So. Jo, dann sollte das passen. Meine Paramedics, die kann ich hier mal hinschicken. Die sollen sich mal hier um den kümmern. So, der wird geheilt, passt. Dann sollen sie sich um den hier kümmern. Wie sieht's aus? Prison Policy dauert noch, Deployment dauert auch noch. Ich brauche eindeutig ein paar mehr Wachen wahrscheinlich. Aber zuerst mal ein Accountant. Ja, kann ich mir nicht leisten. Dachte ich mir. Ganz großes Kino. Da muss ich warten, bis die nächsten Gefangenen kommen. Wie sieht's denn aus? Jetzt müsste eigentlich gleich Essenszeit sein. Und die Köche haben hier irgendwie nichts vorbereitet. Was ist hier los? Regime. Ah ne, stimmt gar nicht. In 2 Stunden gibt's erst Essen. Ja, hier steht schon mal ein bisschen was. So, die Paramedics schicken wir erstmal weg. Da können sie die Türe nicht bauen. Doch, jetzt bauen sie. So, jetzt können die hier ihr Exercise machen. Das heißt, die rennen hier im Kreis. Ja, so ist es auch ganz schön, weil dann können wir hier drinnen einfach alles asphaltieren. Hier haben sie dann einen schönen Yard, wo sie rumrennen können. Ich glaube, hier baue ich dann auch noch ein paar Telefonzellen rein. Und dann können sie da dann auch telefonieren, wenn sie Bock haben. Eigentlich könnten wir hier jetzt den Zaun komplett abreißen. Den brauchen wir ja nicht mehr. Vielleicht können wir hier auch noch 1 oder 2 Bäume pflanzen, damit sie so ein bisschen Natur haben. Solange sie dann nicht irgendwie mit dem Ast kommen und sich gegenseitig die Rübe verhauen. Die Tür lassen wir auch offen, damit die hier rein und raus können nach Belieben. So, die Worktime sollte jetzt bald vorbei sein. Also man, durch die Geräusche, die die Gefangenen machen, kann man so in etwa erahnen, ob sie jetzt gerade Stress machen oder nicht. Sieht aber gerade nicht so aus. Ja, der hier ist zum Beispiel 17 Jahre da. Aggravated Burglary. Aggravated, weiß ich nicht, was das heißt, keine Ahnung. Aber Burglary ist sowas wie Diebstahl, Raub, Einbruch. Ja, hier brauchen wir dringend irgendwas Asphaltiertes, weil das ist, die latschen hier viel zu lang. Und wir brauchen mehr Wachen. Und wir brauchen eigentlich so ziemlich alles. Also. Das kotzt mich so an, dass wir kein Geld haben, ey. So eine Plörre. So, jetzt ist Essenszeit. Jetzt gehen sie hier rüber. Dann wollen wir doch mal reingucken, was sie da drin machen. Nicht, dass sie da drin noch einen Aufstand machen. Nö. Im Gegenteil, sie sind ganz brav und essen. Dann können wir mal gucken. Dann geht das schon mal, ja, extrem runter. Das Problem ist halt nur der eine, der jetzt halt noch in hier Solitary Confinement ist. Der macht uns jetzt dann wahrscheinlich Stress, weil der nämlich, der kann jetzt nicht essen. Das ist ein bisschen kackies. Naja, kann man jetzt nicht ändern. Ja, wobei könnte man ändern. Ich könnte hier mal noch Einzelzellen hinbauen. Für die Einzelhaft. Und zwar braucht man hier nur ein Feld und dann kommt eine Tür. So, also es muss das nur so groß sein. Ja, irgendwie geht das nicht auf. Ist ein bisschen scheiße. Dann kommen hier 1, 2, 3, 4 Zellen hin, fertig. 4 und hier nochmal 4.
dann haben wir 8. Das sollte eigentlich reichen als Einzelhaft. So, Foundation, Building. So. Requires Entrance, wie immer. Brauchen wir hier eine Jail da hin. So. Hier müssen wir natürlich den Zaun noch abreißen, der wird nämlich nicht automatisch abgerissen. So, die Gefangenen schlafen, natürlich bis auf den einen. Das ist echt scheiße. Der wird uns noch einigen Stress bereiten. Kann ich aber auch verstehen, wenn man einen nicht aufs Klo lässt und... Ah doch, er kann schlafen. Sehr gut. Ja, aber essen kann er halt gerade nicht. Müssen wir schauen, dass wir das Gebäude hier so schnell wie möglich fertig kriegen. Damit der hier mal essen kann. So, die bauen hier noch die Bäume ab. Und dann sollte es das eigentlich gewesen sein. Dann müsste der morgen früh in Einzelhaft können. Ja, jetzt fertig. Auf. Ach nee. Dauert noch ein bisschen. Die müssen hier erstmal noch den Scheiß wegtransportieren und vielleicht noch einen Stahlträger irgendwo hinpacken oder so. So wie ich das Spiel kenne. Na kommt schon, Jungs. Wie wär's? Ja, also wir haben jetzt plus gemacht ungefähr 2300 und minus 1400 plus 600 sind 2200 haben wir minus gemacht. Das heißt, wir haben noch 100 plus. Ja. Das wird natürlich mehr, je mehr Gefangene kommen. Da gibt es auch verschiedene Kategorien für die Gefangenen. Normal, High Security und Low Security, wie man hier sieht. Ich mache meistens die normalen auf. High Security will ich nicht da haben, weil die machen wirklich nur Stress. Das können wir später vielleicht mal machen, wenn wir Videoüberwachung und bewaffnete Wachen haben. Dann kann man sich das erlauben, aber sonst würde ich das eher lassen. Warum wird das jetzt nicht fertig, verdammte Axt? Oh, verdammt. Oder ist das schon fertig? Nee, es ist noch nicht fertig, oder? Nee. Ist es nicht. Muss ich da erst den Zaun abreißen? Ich würde den nur ungern abreißen, weil ansonsten die Gefangenen nämlich jetzt dann gleich losrennen und da rausrennen. Was geht hier ab? Secure behind at least one door. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich so jetzt noch nicht. Dann reißen wir hier halt mal den Zaun ab. Check ich nicht. Oh, Junge, was machst du da? Naja, vielleicht ziehen wir hier die Foundation hier nochmal. Ja, hier hat eindeutig hier vorne noch was gefehlt. Und scheinbar da hinten noch. Ja, jetzt mussten wir halt hier die Foundation nochmal zahlen, aber naja.
So schläbe. Bitte baut den Scheißdreck jetzt endlich fertig, damit der noch essen kann. Es ist auch echt geil, da kommt jetzt einer angelatscht, der baut einen scheiß Stahlträger dahin und das war's dann für den. Ist doch echt nervtötend. So. Mauern hinbauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Dann kommen hier noch Jailors rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, wobei. Hier möchte ich die Lichter eigentlich nicht haben. Rooms Solitary. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist schon krass, ne? Also hier nur ein so ein Feld für so eine Einzelhaftzelle ist schon ein Wort. Stromkabel. Ja, sieht so aus, als müssten wir hier noch was rüberlegen. Das sollte kein Problem sein. So. So, jetzt ist der Fehler hier auch irgendwie komischerweise weg. Hing vielleicht damit zusammen hier. Dass hier ein Problem war. So, hier kommen sie, richten ein, bauen Mauern und so weiter. Finde ich gut. Freut mich. Was ist das hier eigentlich für ein Licht? Das hat keinen Strom. Ja, wenn es auf einer Mauer liegt, ist es auch klar, dass es keinen Strom hat. Könnt ihr ruhig abbauen. So, jetzt herrscht hier mal ein bisschen reges Treiben. Eigentlich könnte ich jetzt auch ein paar Bauarbeiter wieder entlassen, weil jetzt brauchen wir gerade nicht mehr so viele. So, hier muss ich jetzt so ein bisschen gucken, dass die hier nicht festsitzen und auch wirklich arbeiten. So, Licht haben wir hier jetzt auch, finde ich super. Der baut hier noch kurz die Mauer. So, und jetzt kann der eine hier nämlich in Einzelhaft. Da bleibt er jetzt für 2 Stunden und dann kann er sich nämlich vielleicht noch Essen holen und duschen danach. Mal gucken. Also ich hoffe mal, das klappt. So, hier drin wird schön geduscht und Geschäftchen erledigt. Juhu, der ist nackig. So. Du bleibst mal noch hier. Das fände ich noch ganz schön. So. Ach ja, ein Bett bräuchten wir noch. Oder? Ja, wird niemand entlassen die nächste Zeit. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall noch ein Bett. Dann sind wir bei 16 Gefangenen und dann sollten wir uns eigentlich auch mal noch so einen Accountant holen können. Oh, das nervt mich jetzt gerade, dass das nicht asphaltiert ist. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. So, der entlässt jetzt den einen Gefangenen hier aus der Einzelhaft und dann sollte der eigentlich was essen können. Aber der muss den natürlich zuerst noch in die Zelle zurückbringen. Bedimm. So. Die Köche haben hier schon mal was vorbereitet, finde ich schön. Also man sieht jetzt hier überall in der Dusche klebt schon diese ganze Schmocke und so und überall Fußspuren und Haare und Ekel und so. Das gefällt denen natürlich auch nicht. Hier Environment. Also da sehen sich schon ein paar Leute danach, dass es ein bisschen sauberer wird. Ah, guck mal einer an. Hier wird gleich einer entlassen in 4 Stunden. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, jetzt mal gucken, nicht, dass der eine hier noch Stress macht. Der Koch hier rennt schon schön brav raus und bringt das Essen. Eigentlich sollte es hier jetzt dann keinen Terror geben. Kannst du bitte hier bleiben? Deployment müsste doch jetzt eigentlich auch bald mal. Warum wird das nicht erforscht? Requires a Chief, den habe ich doch, oder? Nee, habe ich nicht. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Exceeds Daily Budget. Geil. Am Arsch.
Ja, da muss ich dann wahrscheinlich ein paar Bauarbeiter entlassen. So zwei Stück oder so. Das war der zweite Autosave übrigens. Dann entlasse ich jetzt noch kurz zwei Bauarbeiter. Eins, zwei. Dann haben wir nur noch 10 und dann sollte eigentlich das Daily Budget reichen. Zumindest für einen Chief. Ja. So, und wenn jetzt dann nachher gleich noch die anderen Gefangenen kommen. Ach ne, die sind schon da. Ja, dann kann ich jetzt auch noch einen Accountant einstellen. So, wir machen 500 am Tag plus. Sehr geil. Schön, dass wir das jetzt schon mal sehen. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schaltet doch bitte in der nächsten Folge wieder ein. Erzählt es weiter, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert schön fleißig. Ich freue mich über jedes Kommentar und lest die sehr aufmerksam. Ich versuche da natürlich so viel wie möglich umzusetzen davon. Allerdings kann das erstmal ein bisschen dauern, weil ich jetzt einfach in einem Rutsch so ein paar Videos aufnehme. Weil, wenn ich mal Zeit habe, dann nehme ich einfach auf. So, dann ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, euer Manu.